Hallo, ich grüße euch zum Teil 26. Wir wollen die Betrachtung des Betruges der Wendezeit nochmal etwas vertiefen und etwas fortsetzen. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die den Bedingungen der DDR nachtrauern, weil es gab da eine gewisse behütete Atmosphäre. Es wurde keiner wirklich im Elend alleine gelassen. Selbst schwierige Problemkollegen wurden irgendwie aufgefangen. Es wurde da viel versucht und gemacht. Außer diejenigen, die Kritik am System geübt haben. Die wurden mit teilweise schwer verfolgt, teilweise mit Leben bedroht. Einige hatten auch umgebracht, muss man einen auch wissen. Also die DDR waren kein zahmer Staat. Es gab die Todesstrafe, es gab auch einige Vollstreckungen. Es wurde aber dann in letzter Zeit nicht mehr praktiziert. Fakt ist aber, dass jetzt durch die EU-Gesetzgebung die Todesstrafe wieder eingeführt wurde. Sie wurde bloß eben noch nicht vollstreckt. Die Tötungsgeschichten macht halt der Geheimdienst. Und da sind sie auch nicht zimperlich. Ne? Wir haben ja auch einige politische Morde in letzter Zeit erlebt. Man braucht bloß mal die letzten 20 Jahre überlegen, was das alles passiert ist. Rohwedder, Herrhausen, man ist zu vermuten, FDP Möllemann, sind also alles sehr mysteriöse Geschichten. Der Autounfall von dem österreichischen Politiker, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, und da fragt man sich, wie das geht. Ja, also wie zum Beispiel bei Herrhausen wurde ja öffentlicher Auftrag ausgelöst, dass unter die Straße sozusagen ein Tunnel gemacht wird, wo die Leitungen durchgefädelt waren, wo die Lichtschranke, also die Autobombe ausgelöst haben. Das ist erst Jahre später rausgekommen, aber man merkt, dass also hier damals in der alten Bundesrepublik schon der Wurm drin war. Und eine tiefe Unterwanderung der Freimaurerei stattgefunden hat. Und Leute, die versucht haben, in der Bundesrepublik die öffentliche Darstellung auch wirklich zu leben und das umzusetzen, wie zum Beispiel Herrhausen oder Rohwedder, die sich eben gegen die aktuellen Entwicklungen gesträubt haben, die wurden eben regelrecht aus dem Weg geräumt. Ne? Und auch Leute, die versucht haben, aufzuklären und aufzudecken, ne? Da wurde eben auch bei den engsten Familienangehörigen der Entscheider eben keine Rücksicht genommen. Und da also seltsame, mysteriöse Todesfälle aufgetreten sind, wo man sagen, na, Herzversagen, ist so eine schwammige Sache. Meistens wurde eine kinderische Obduktion gemacht. Wir haben die Geschichte mit Lady Di. Ja, müsst euch alles, das hängt alles irgendwie ein bisschen zusammen. So, und jetzt müssen wir die Parallelwelt in der DDR sehen. Ne? Da gab es auch Verbrechen und es gab da auch schlimme Dinge. Es ist aber nicht so in dem Ausmaß aufgetreten, wie wir das heute kennen. Ja? Und die Leute sind halt erschrocken in der Euphorie. Die Grenzen sind jetzt auf. Ich kann jetzt rübergehen, ich kann jetzt alles kaufen und erwerben. Mein Geld ist es plötzlich was wert. Ne? Wenn ich in Urlaub fahre, kann ich so richtig auf der Kacke hauen. Und dann kam die Ernüchterung, dass sich viele die ersten verschuldet haben. Das neue Eigenheim, was man sich über 10 Jahre in der DDR angebaut hatte, sage ich mal, was fast fertig war, da wurden die Kredite dann auf einmal die Zinsen erhöht, da konnten viele ihre Häuser nicht mehr bezahlen, sind auf die Straße gesetzt worden, da war vieles, was da gelaufen ist, umsonst gewesen. Ja, unsereins durfte sich alles neu kaufen, weil die Ersatzteilproduktion ja plötzlich nicht mehr vorhanden war. Das ging beim Staubsauger los, Küchengeräte, alles war dann plötzlich nicht mehr reparierbar. Und in der DDR war es ja so, gab diese Dienstleistungszentren oder Versorgungszentren, da gab es eine Reparaturabteilung, da haben wir das Ding hingeschafft und 14 Tage später hat man es repariert, wieder gekriegt. Und es wurde so lange repariert, bis es moralisch verschlissen war. So. Und das ist eben heute anders. Heute haben wir die Wegwerfgesellschaft, da fliegen eben die Geräte dann irgendwann im Schrammel. Und wenn man da mal bei so einem Entsorgungsbetrieb war, sieht man da, welche Berge sich da auftürmen. Ne? Das ist eben eine völlig andere Welt, eine totale Umstellung. Und viele kommen da auch überhaupt nicht zurecht damit. Ich sag mal, die Überbehütung der DDR war ja nur, ich sag mal, ein Mittel, um die Leute ruhig zu halten. Denn es hat ja vorne und hinten nichts gestimmt. Und der erste harte Winter, der da die DDR wirklich an die Grenze gebracht hat, soweit ich mich erinnern kann, müsste es 78 gewesen sein. Also das war gerade die Zeit, wie ist er denn gleich, der Ulbricht, ja, die Ära zu Ende ging, Honecker gerade losging. Honecker hatte ja, ich sag mal, schon eine gewisse
Also Ulbricht war ja eine richtige Politik, aber er war doch Politiker, der gesagt hat, okay, es muss dem Volk gut gehen, und bei Ulbricht ging es einem wirklich bergauf. Aber es gab eben auch schon Sachen, dass gewisse Dinge einem nicht mehr finanzierbar sind, wo man dann zurückschrauben müsste. Und die Ära Honecker war ein ständiger Abbau. Also da hat man richtig gesehen, wie es dann schrittweise bergab ging und wie völlig irre Phrasen die Runde machten, dass man also das Politbüro oder die SED-Leitung überhaupt nicht mehr ernst nehmen konnte. Und das ging dann so weit, dass sagen wir mal, die Genossen auch selber gemerkt haben, dass das alles nur noch ein Theater ist. Und die besten Witze kamen dann zum Schluss aus dem Politbüro. Und das war sozusagen, sagen wir mal, 2 Jahre vor der Wende. Ne? Und in den letzten 2 Jahren vor der Wende sind ja erstmal die ganzen Systemwidersprüche aufgetaucht. Ne? Ich denke mal, der Einstieg war dieser Witz der Ruhlerwerke, Ruhleruhren gehen nach wie vor. Das war die erste systemkritische Äußerung, die mir bewusst war, dass in der Volkskammer das so ein bisschen aufgebrochen ist. Und dann kamen verschiedene Betriebe und haben da wirklich die Probleme erzählt. Und dann ist es so gebröselt. Ne? Also der schöne Schein zerbrach und es wurden dann plötzlich die Probleme deutlich. Weil es wurde nicht mehr hochwertige Werkstoffe eingekauft, sondern es gab immer nur noch Ersatzstoff vom Ersatzstoff. Das ging bei der Schokolade los, das ging bei den Cooper-Orangen los, wo wir die ausgesehen haben wie Kohlrabi und auch so zäh waren teilweise, aber man konnte Saft machen. Ja, und dann kamen natürlich dann die Delikatläden auf, wo man versucht hatte, das eine oder andere Geld noch abzuschöpfen, beziehungsweise auch die Intershops, wo man dann nur mit D-Mark bezahlen konnte. Und mit einem Umtauschkurs von 1 zu 10 hatte man sich vielleicht das eine oder andere Mal geleistet. Ich nehme mal zum Beispiel Tic-Tac oder solche Sachen. Ne? Das konnte man mit relativ wenig sich mal leisten. Aber sonst war das einem einfach für die große breite Masse nicht möglich. So, und jetzt stand auf einmal in der Wende die Situation, dass die Leute nach Ungarn ausgereist sind. Ich habe selber so einen Fall von einem Kollegen, den sie also jahrelang genervt haben, ob er denn in die Partei eintreten wollte. Und dann haben sie immer wieder geschnickt und einmal der Woche zum Parteisekretär zur Agitation geholt, bis dann irgendwann mal die Hutschnur geplatzt ist, wo er gesagt hat, wenn ihr zu wenig seid, dann löst euch doch einfach auf. Und da hatte er die Konfrontation herausgefordert und hatte dann wohl auch ungefähr so 3/4 Jahr vor der Wende seine Ausreise durch. Und ja, aber damals war noch nicht so abzusehen. Also ich habe ungefähr im na, 2. Novemberwoche hab ich gewusst, dass es noch ein Jahr geht, Maximum. Aber vorneweg stand immer im Raum, dass es eben auch eine gewaltsame Auseinandersetzung kommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir also auch, Schadet zu Fluchschauen, mit anderen alternativen Gruppen Treffen hatten. Kann ich euch mal ruhig erzählen. Also wir haben uns da mal zusammengetan, weil da gab es eine Alternative und teilweise so was in die Richtung Grüne oder in Anarchie ging. Und da hatte jede Gruppe so seine Vorstellung, da haben wir uns dann mal zusammengehockt. Und einige waren der Meinung, sie müssten eben dann ja, so eine Art Aufstand machen und die Genossen aus den Häusern zerren und die Köpfe auf die Zaunpfähle spießen von ihrem Vorgarten. Und diesen grausigen Anblick dann sollten dann früh alle erschrecken. Das waren die Vorstellungen der alternativen Friedensbewegung, die also nicht mit der Kirche zu tun hatte, sondern die irgendwo draußen mit wirren Gedanken, teilweise Club of Rome, infiltriert, vermutlich auch großteils Stasi gewesen, die versucht haben, aus der eigentlich friedlichen Bewegung eine gewaltsame Bewegung zu machen. Das hätte dazu geführt, dass die Russen ja einmarschiert waren. Und ich habe da wohl damals so eine historische Rede gehalten, für die ich eigentlich heute teilweise bereue, weil die hat dazu geführt, dass vielen Leuten klar geworden ist, dass es erstmal nur friedlich gehen kann, wenn man dann Erfolg haben will. Das Problem ist nur, dass es dazu geführt hat, dass wir einem heute diese Rente haben. Ja. Gewisserweise bereue ich es. Man hätte radikaler vorgehen müssen und man hätte der Gruppe Bulay und Distel nicht trauen dürfen. Das ist die bittere Erkenntnis, weil ja, in dem Schlepptau dieser Leute eben auch die Wenderegierung der DDR, wo man sagen muss, da waren 90% der Leute einfach nur kriminell und wollten sich an dem
ja, an der politischen Macht berauschen und haben aufs Volk also für das Volk überhaupt nichts gemacht und haben massiv mitgeholfen. Ich nehme da nur an, die Vorsitzende der Treuhand, die kann man durchweg als kriminell bezeichnen. Und da würde ich sagen, dass Robert da noch eine positive Rolle gespielt hat. Aber die anderen waren einfach nur kriminell. Und da ging es einfach nur darum, dass die DDR abgewickelt wird. Da wurde keine Rücksicht darauf genommen, ob die Sanierungssachen realistisch waren oder ob man da einfach bewusst die Betriebe kaputt gemacht haben. Ich höre immer wieder ich frage da immer an, wenn ich so jemanden treffe, der mal so im Großbetrieb gearbeitet hat, wo der abgewickelt wurde, da frage ich aber dann, wie ist es denn schrittweise dazu gekommen? Es ist eigentlich immer das gleiche Muster. Es wurde immer vom Außenhandel wurde der Betrieb blockiert, dass er nichts mehr absetzen konnte. Und im Betrieb hat man dann einen Raubtierkapitalismus produziert. Und die Genossen hat man sozusagen dann in den neuen Betrieb übernommen und die anderen hat man einfach auf die Straße gesetzt. Ich kenne Fälle bei uns, wo sie also die großen Parteikassen geplündert haben und wo sie den Genossen 25.000 Ostmark ausgezahlt haben, damit sie sich immer dreier zusammentun und sozusagen marode DDR-Betriebe von Appel und Ei erwerben und sozusagen eine GmbH-Gründung machen können. Und damit haben sie im Prinzip die Gelegenheit gehabt, die Infrastruktur der VEB-Betriebe auf dem freien Markt zu veräußern. Also sozusagen aus dem Elend der Leute noch Kapital zu schlagen. Und diese Leute stellen sich heute hin in einer gewendeten SED-Partei und erzählen uns, dass sie die Lösung hätten, dieses System wieder zurückzudrehen. Und alles, was dann passiert, ist im Prinzip, dass man zweimal eine Verfolgung hätte. Das kann ich euch so sagen, weil die haben sich in den letzten 25 Jahren nicht grundlegend geändert. Sie finanzieren die Antifa, das sind im Prinzip nur Schlägertruppen, von den Jesuiten befehligt werden, also die eigentlich mit dem Kommunismus gar nichts am Hut haben, sondern die einfach nur darauf aus sind, Befehle auszuführen und Geld dafür zu kriegen. Und die werden durch die Landratsämter regelrecht finanziert, also das Landratsamt finanziert über die Antifa den Terror. Ja, Autos niederfackeln oder Häuser besetzen und die runterwirtschaften und so weiter. Dafür tut die Freistaatenregierung noch Geld bezahlen. Soweit sind wir jetzt. Ne? So. Weil es darf ja nicht sein, dass sich im Prinzip eine erneute Bürgerrechtsbewegung aufbaut. Ne? Wir haben ja auch jetzt erlebt, Pegida und so weiter, dass sie eben auch in eine Sinnkrise geraten sind, weil sich eben mit Schwarz-Rot-Gold eben kein Blumentopf mehr gewinnen lassen. Vielen Leuten ist inzwischen klar, was Schwarz-Rot-Gold bedeutet. Schwarz-Rot-Gold bedeutet einfach die Fortsetzung der Entmachtung des Kaisers, des Kaiserreichs. Also im Prinzip eine Wiederholung der Weimarer Republik, Wiederholung des Nationalsozialismus, allerdings nicht mit der Hakenkreuzflagge, sondern mit der EU-Flagge. Und in einer viel schlimmeren und in einer viel übleren Art, weil wir eben jetzt auf Computertechnik und auf bargeldlose Bezahlung, auf Manipulation ich sag mal, des sozialen Umfeldes direkt durchgreifen kann. Ne? Da werden einem dann gleich mal, wenn jemand eine nicht politisch korrekte Meinung vertritt, eben die Kinder entzogen. Es wird Schwierigkeiten auf dem Arbeitsplatz verursacht, es werden Nachbarn ausgehorcht und die Leute gegeneinander ausgespielt. Das sind so die Spielereien, mit denen sich also der Verfassungsschutz beschützt. Man müsste eigentlich die Verfassung beschützen, im Prinzip die Verfassung von 1871. Man müsste alle illegalen Notstandslager zur Besserung rufen. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ja, aber er macht genau das Gegenteil, er zerstört im Prinzip den Staat. So, statt sich um die ganzen Wahlbetrüger reinzukümmern, haben wir nur dicke Akten eigentlich schon vorliegen und die haben eigentlich zu tun ohne Ende. Hier Ordnung zu schaffen, aber dafür werden die ja nicht bezahlt. Die werden dafür bezahlt, dass sie im Prinzip eine weitere Zersetzung betreiben. Das ist der Punkt. So, irgendwann wird es aber genauso laufen, wie es auch in der DDR lief. Das System zerfällt in einer Art Sinnkrise und momentan sind wir genau an dem Punkt, dass die Frau Merkel auch selber erkannt hat, dass sie sich in eine Sackgasse manövriert hat, indem sie eben gesagt hat, ja, die Zahl der Asylanten ist unbeschränkt. Und dann haben natürlich alle anderen gesagt, Polizei und Sicherheitskräfte von irgendwelchen Absicherungen von den
ja, Flüchtlingslagern und so weiter, dass die an der Kapazitätsgrenze sind. Und auch da die Tafel und die Volkssolidarität, dann werden dann überall alles Mittel, die haben alles signalisiert, das geht nicht mehr. Die doppelte Anzahl Leute kann man einfach nicht verkraften. Und das scheint entweder bei Frau Merkel nicht anzukommen oder die ganze Regierung will eben diese Eskalation bis in sozialen und militärischen Notstand betreiben, um dann im Prinzip so einen EU-Faschismus einzuführen, wo einzelne Unternehmen oder Banken in die politischen Systeme des Landes reinregieren, wo sie das gar nicht dürfen. Weil es hat keine Wiedervereinigung gegeben. Es haben sich nur nicht souveräne Firmenkonstrukte darauf geeinigt, dass die Zollgrenze zwischen Ost und West entfällt. Alles andere ist so geblieben. Die Besatzungszonen sind so geblieben. Die D-Mark hatten wir ja vorneweg schon. Ja. Ja, die Außengrenzen haben sich nicht verändert, obwohl eigentlich mit dem Umfallen des BRD und DDR-Systems hätte eine Neuregelung der Grenzen geben müssen, weil der Staat immer noch in den Grenzen von 1914 existiert und nicht in den Grenzen, die wir jetzt haben. Und die Grenzen vom 31.12.1937 ebenfalls völlig willkürlich. Ja, also haben keine besondere Bedeutung, also außer dass man damit suggeriert, dass die Gesetzgebung ab dem 23.03.1933 bis zur Grenzziehung vom 31.12.1937 angeblich damit legalisiert wäre. Ist es aber nicht, weil wenn eine Wahlfehler passiert ist, muss es eine Rückabwicklung geben. Und wenn das Ermächtigungsgesetz nicht greifen kann, war Hitler auch nie berechtigt, Gesetze zu schaffen bzw. umzusetzen, die in den Bestand des Staatsrechts übergehen konnten. Also die Staatsangehörigkeit, die vom 5.2.1934 ist, beziehungsweise auch die, die sie jetzt von 1938 rechnen, ist illegal. Ne? Das einzige, letzte und gültige staatliche Staatsangehörigkeitsgesetz ist es Rustag und es bleibt Rustag, weil es lässt sich nun mal leider nicht mehr zurückdrehen. Und vielleicht ist es auch gut so. Es passieren ja, wenn man das immer wieder beobachtet, wahrscheinlich keine Zufälle. Es scheint alles nach einem Plan zu laufen, wenn man sich überlegt, was zum Beispiel Alois Irmaier vorhergesehen hat und wie das jetzt schon alles eintritt. Da merkt man, dass sich eher die Umstände ändern, als dass irgendeiner was in die damalige Prophezeiung rein interpretieren würde. Eine hochinteressante, spannende Entwicklung, die man da beobachten kann. Und so ist es einem auch. Die Veränderungen, die wir in Russland erleben, ne? Dass sich da auch jetzt so eine kritische Situation bemerkbar macht, wo, wenn die Grundversorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet ist, sich so ein gewisses kontrrevolutionäres Lager bildet. Und das Gleiche wird auch hier passieren. Wenn die Grundversorgung der Bevölkerung hier stirbt, weil Währungskrise kommt, weil eine Desorganisation in den Ländern passiert, dass eben ja, Leute aus den Häusern rausgesetzt werden, die jahrelang dort drinnen wohnen, nur weil da ein paar Asylanten dort rein wollen. Also eine totale Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit passiert. Und das sehe ich noch, dass das noch dieses Jahr passiert und umfällt. Ich habe die Vermutung, dass es noch vor Jahresende zum Ende des Euros und zum Abbruch des Systems kommt, weil bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen werden, wenn es so weitergeht. Und spätestens dann, wenn ein richtiger, schneller Wintereinbruch kommt in den ganzen Flüchtlingslagern, wird die Sache eskalieren. Gehe ich mal davon aus. Und da ist nichts vorbereitet. Da gehe ich davon aus, dass sie einfach uns alle an die Wand fahren, um ihren elenden Euro zu retten. Und das ist eine Entwicklung, die kann nicht gut sein. Und da kann man sich aber auch nicht in die DDR zurückretten, sondern man muss einfach wissen, wie der Staat heißt. Der Staat ist eben das Kaiserreich. Und die Bundesrepublik erkennt es ja auch an. Die schreiben es ja auch ganz deutlich im Ausfertigungsdatum des Staates rein. Aber sie bemühen sich eben nicht, diese bewährte und gute Leitlinien der Politik endlich mal in die Wege zu leiten und umzusetzen. Das könnte jeder Bürgermeister, jeder Landrat könnte das einfach machen. Sie müssen sich einfach nur mal mit der Thematik befassen und einfach machen. Sie können nicht belangen, weil die Gesetzgebung des Grundgesetzes muss für das Land erstmal in Kraft treten. Und wenn wir die Grenzen vom 31.12.1937 noch nie hatten, ist die Bedingung für das Inkrafttreten über Artikel 146 nie erfüllt gewesen. Dass der Bund das Grundgesetz als Bundesverfassung akzeptiert und sich dann immer die besten Stücke raussucht,
aber sich eben nicht an die Pflichten hält, das wissen wir ja alles. Ne? Das habe ich ja nun schon in anderen Teilen erklärt. So, damit haben wir aber keine Rechtssicherheit. Also das, was wir im Artikel 20.3 als Rechtssicherheit, als Grundrecht haben, ist in Wirklichkeit gar nicht erfüllt. Ebenso sieht es aus mit der Meinungsfreiheit. Welcher Journalist, außer ein freier Journalist, kann sich denn erlauben, wirklich die Wahrheit zu schreiben? Merkel regiert ständig ins Bundespresseamt rein, das darf er nicht schreiben und das darf er nicht schreiben. Über Finanzkrise passiert ja gar nicht und Kriminalität von den Asylanten gibt es auch nicht. Dann wurden sie über das Justizministerium die Richter und die öffentlichen Behörden angewiesen, die Straftaten der Asylanten nicht mehr zu verfolgen. Das ist doch eine Entwicklung, die ist doch krank. Und das System stirbt einfach dann. Ja, wenn die Dekadenz immer weiter zunimmt und es immer absurder wird, deswegen hat ja die Bundesrepublik den Spitznamen Absurdistan oder Besatzistan, weil es eben teilweise so skurril und widersinnig ist, dass das eben Leute aufwecken. Wenn ich mir überlege, dass vor 2 Jahren, ich sage mal 5% der Bevölkerung wirklich wussten, was mit dem System nicht stimmt, sind wir heute bei wenigstens 20%. Es dauert keine 5 Minuten. Wenn man mit irgendjemandem zusammentrifft, Wildfremden, den man noch nie gesehen hat, dass dieses Thema innerhalb von 5 Minuten auf die Systemkernfragen kommt, ohne dass man dann einen Anlass gegeben hat, einfach weil es aus den Leuten rausplatzt, weil die sich damit befassen. Und man hat nicht den Eindruck, dass sie so systemkritisch sind, sondern sind der normale oder normal, dem das inzwischen auch auffällt. Und das ist eben ein deutliches Zeichen, dass es bis zum Systemabbruch nicht mehr lange dauert. Ich würde das so datieren. Es ist ungefähr so zwischen Juli, August 89 stehen wir jetzt. Ja. Es sind noch 2-3 Monate, bis das System wirklich umfällt. Und wir wissen alle, dass Frankreich die Kasse brennt, Italien die Kasse brennt, Portugal, Spanien, die stehen alle an der Klippe. So. Und wenn die Bundesrepublik umfällt, fallen sie alle hinterher, sowieso. Also müssen wir uns das einfallen lassen. Die Lösung haben wir ja auch schon angeboten. Ist eigentlich ganz einfach. Schuldenschnitt kommt für uns nicht in Frage, weil brauchen wir nicht, weil der Staat hat keine Schulden. Und die ganzen Verträge, die Bundesrepublik gemacht hat, die sind ja von Leuten gemacht worden, die nie wirklich gewählt waren. Weil es kann niemand die Staatsangehörigkeit vom 116.1 Grundgesetz haben, weil niemand aus der Gesetzgebung nach dem 23.3. eine Staatsangehörigkeit generieren kann. Das funktioniert nicht. Und die Bundesstaatenangehörigkeit, die kennt keine deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Grundgesetzes. Und deswegen ist eben diese Systembruchstelle genau an der Stelle, wo die Staatsangehörigkeit zum Tragen kommt, genau bei den Wahlen. Ja? Weil eben keiner wirklich die Staatsangehörigkeit hat und genau in dem Moment ist kein Legitimationsübergang von einem privatrechtlichen Konstrukt, wie die BRD sich jetzt nun mal öffentlich darstellt und wie sie auch in den Registern eingetragen wird, zu einem wirklichen Staat. Ja? Und wenn dann schon Richter oder Beamte anfangen, uns was von Souveränität zu erzählen und dass sie ja Beamte sind und dass sie Verfügungsrechte und staatliche Legitimation haben, obwohl das überhaupt nicht erfüllt ist, und dass auch selbst ein Landgericht eben erzählt, dass sie jetzt, wo sie den Gerichtsvollzieher im Prinzip die Eigenschaft des Beamten aus dem Gesetz gestrichen haben, jetzt erzählen, jetzt hätten sie ja noch mehr Freiheiten, ja, weil sie ja nicht mehr jetzt so eingebunden wären. Nee, die stehen alle unter der Landesverfassung. Da muss man sich überlegen, gilt denn die Landesverfassung? Wenn man das sich anguckt, haben ja diejenigen Leute, die das mal beschlossen haben, dass es eine Landesverfassung gibt, ist ja nicht vom Volk gewählt worden, sondern von den Vertretern. Aber diese Vertreter haben ja auch keine Staatsangehörigkeit gehabt, um die Verfassung zu beschließen. Also das fällt sozusagen wie so beim Domino in Stein nach dem anderen fällt dann um. Und es fällt alles in dem zentralen Eckstein, das ist eben die Staatsangehörigkeit, die hier eben nicht erfüllt ist. So, da braucht man sich nicht mit in Souveränitätsfragen und mit Mensch erklären und mit Personenstands erklären, was da war, alles nur nebensächlich. Entscheidend ist, dass der Systembruch genau an der Stelle ist, wo diese Staatsangehörigkeit 116 Absatz 1 Grundgesetz einstellt. Das ist in jeder Gemeindewahlordnung so, im Landtagswahlgesetz so, in dem Bundestagswahlgesetzen und im Europawahlgesetz. Steckt überall drin. Selbst die Ausreichung des Personalausweises erfordert die Staatsangehörigkeit von 116.1 Grundgesetz. Und die gibt es nicht, weil das zugrunde liegende Gesetz ungültig ist. Weil es das Ermächtigungsgesetz ungültig ist. Das ist also eine ganze Kette, die aufeinander aufbaut. Und man muss im Prinzip den Staatsaufbau völlig neu beginnen. Aber man braucht es eigentlich nicht machen. Man braucht einfach die Provisorien nur abreißen und sich auf das zurückziehen,
was der Kaiser vor seiner Entmachtung mit Deutschland vorhatte. Und das waren solide, durchdachte, also durchdachter Staatsaufbau. Und das würde dazu führen, dass ja im Prinzip gar kein Geld ausgegeben wurde, weil alles, was hier entschieden wurde, wurde von Leuten entschieden, die keine wirkliche Wahl auf den Weg gebracht haben. Ja? Das staatliche Wahlgesetz hat sich ja nicht geändert. Ne? Und zu der Änderung des Wahlgesetzes waren die alle nicht ordentlich gewählt. Denn schon in der ersten Bundestagswahl gab es keine direkte Wahl. Und das war nach Grundgesetz ja eine Voraussetzung. Es gab eine Listenwahl. Die Listenwahl ist keine direkte Wahl. In der DDR sah es genau das Gleiche aus. Es ist auch keine direkte Wahl. Ich konnte nicht den Erich Honecker persönlich wählen. Ich hätte ihn sicherlich auch nicht gewählt. So, ne? Das ist alles über Parteien gelaufen. Und Parteien ist eine indirekte Wahl. Und damit hat das Volk eigentlich überhaupt keine Mitbestimmungsrechte. Und das muss eben klar sein. Aber man kann den Staat nicht als solches verteufeln, sondern es ist dieser Parteienfilz, der hier das Problem ist. So, und das ist in Ost und West genau das Gleiche. Und viele Leute erkennen ja auch, dass Frau Merkel und der Herr Gauck unbedingt eine DDR 2.0 auf den Weg bringen will, die noch viel, viel schlimmer ist als das, was wir hatten. Und viele in Altbundesländern, das ist inzwischen auch aufgegangen, dass hier irgendwas an dem gesamten System nicht mehr funktioniert. Und es funktioniert deswegen nicht, weil die gesamte Regierungsspitze in freimaurerischen Organisationen untersucht drin ist. Also das ist die Atlantikbrücke, das ist der Club of Rome, das ist der CFR, was haben wir noch so? Kneipritz. Ne? Und die regieren eigentlich hier. Ne? Es hat eigentlich überhaupt keine Parteiinteressen oder der Volkswille irgendwas zu tun, sondern es wird von diesen Organisationen aus Einfluss ausgeübt, indem sie die sich Politiker an der Macht wählen, die in irgendeiner Weise sich erpressbar gemacht haben. Also man kann ja sehen, dass es fast jeder Politiker irgendwo ja, sei es eine versägte Doktorarbeit oder sei es irgendein Skandal, den einige wenige wissen, die Entscheider das wissen und die ganz bewusst in die Position geschoben worden sind, weil man genau weiß, wenn das rauskommt, fallen die sofort auf den Rücken. Und deswegen machen die alles und führen jeden Befehl aus, der kommt. So, bei der Frau Merkel wissen wir ja, was da los ist, ne? Dass sie eben keine Deutsche ist, eigentlich an der Position noch gar nichts zu suchen hat. Das wissen wir deswegen, weil die Staatsangehörigkeit bei ihr über die Mutter kommt, sonst hätte sie nämlich schon der Knesset nicht gesagt, dass sie in ihrer Muttersprache reden darf. Ganz einfache Geschichte. So, und da greift eben das, was im Rostock steht, ne? Wenn das uneheliche Kind erbt die Staatsangehörigkeit von der Mutter. So, und damit ist die Sache eigentlich schon klar, wie es war. Jetzt ist die Frage, wer ist der Vater? Ne? Da gibt es so Vermutungen. Muss man halt mal gucken. Die Russen haben da schon mal ein bisschen geforscht und das klingt alles ziemlich plausibel, aber man weiß nicht, was da wirklich dran ist. Fakt ist aber, dass ja einiges im Argen ist. Ja, und dann ist die Frage, rettet uns die DDR? Und ich sage, rettet uns nicht, sondern wir können die Situation nur so klären, dass wir also uns mit den Regularien einer Verweserwahl anfreunden müssen, ob wir das wollen oder nicht. Denn wir müssen in den Rechtsstand rein, wo der Kaiser entmachtet worden ist. Nur dann können wir im Prinzip das Protokoll, was an dem Tag abgebrochen ist, fortsetzen. Und dann können wir ja alles entscheiden. Da können wir ja entscheiden, ob wir eine Deklaration des Menschen mit seiner vollen Souveränität wollen. Können wir ja alles machen. Aber wir müssen eben verhindern, dass eine Anarchie aufgebaut wird und dass, ich sag mal, ein System entsteht, wo sich die Leute nur noch mit den ausgebreiteten Ellenbogen gegeneinander in der Ecke treiben. Und das soll eben nicht passieren. Deswegen ist erstmal eine ordnende Struktur, wie es damals eben auch das Kaiserreich war, das hat ja bei weitem nicht so reinregiert, wie das heute die BRD oder die DDR gemacht hat. Sondern es war eben alles eine sanfte Organisation. Oder der Straßenbau und die öffentliche Versorgung und so weiter, das hat der Staat gemacht. Das war auch gut so, ja? Dass nämlich die Zeckverbände sich da bilden und die Leute terrorisieren, dass sie sich an irgendein sinnloses Netz anklemmen müssen, wo sie selber schon eine ordentliche Kläranlage haben. Da haben wir ja einige dramatische Beispiele hier in der Gegend, dass eine Regensteuer eingeführt wird und dass dann Leute, obwohl sie schon erschlossen sind, noch einen zweiten Zugang kriegen zu ihrem Grundstück und das dann teuer bezahlen müssen, obwohl das völlig unnötig ist, weil sie die Straße nie benutzen. Ja, und dann werden eben Fußwege noch angebaut an Grundstücke, wo gar kein Tor ist und lauter Zeug, nur um die Leute zu ärgern, um Geld auszuziehen. Und das kann nicht gut sein. Ja. Also es muss eben alles eine ordentliche, überlegte Kommunalpolitik herzu. Und solange wie das nicht der Fall ist, haben wir die Probleme.
Ja, und irgendwann wird unser Euro nicht mal mehr, sagen wir mal, Sack voll Euro dazu reichen, sich ein Boot zu kaufen. Weil wenn die Währung umfällt, fällt sie so ordentlich auf den Rücken, dass wir in die Hyperinflation gehen. Und zwar relativ schnell. Weil man kann zwar als Politiker Mist bauen, aber um richtig Mist zu bauen, braucht man Computer. Und unsere ganze Geldwirtschaft ist alles nur auf Computer aufgebaut. Und wenn die der Meinung sind, dass die Währung nichts mehr wert ist, die können das innerhalb von einer Millisekunde zur Realität werden lassen. Und das ist die große Gefahr des Derivate-Crashs oder wenn man so will, des der Derivate-Bombe. Und da weiß niemand, wie man damit umgehen. Wir haben dafür ein Konzept, aber man will es ja nicht hören. Die Regierung meint, dass sie das schultern kann. Ich denke, dass sie es nicht schultern kann. Denn wenn die Grundversorgung der Bevölkerung wegbricht, genau in dem Moment geht der Bürgerkrieg los. Und da kann man auch dann mit Bundeswehr oder irgendwelchen europäischen Armeen nicht gegenhalten, denn es fällt überall um, in jedem Land der EU. Und nur deswegen, weil man sich nicht an die Gesetzgebung hält, die die ALKO vorgesehen hat, dass das Landesrecht gilt. Das ist der einzige Grund. So, und solange man das nicht einsieht und nicht die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht, ich meine, dass man es jetzt noch, die Euro-Krise noch wegfangen könnte. Es würde noch gehen. Aber wenn einmal die Grundversorgung weggebrochen ist, ist es zu spät. Dann haben wir im Prinzip das jeder gegen jeden. Und wer zuerst das Schwert zieht, stirbt als Zweiter. Das ist dann die Regel, die dann gilt. Und da weiß ich nicht, ob das alles sein muss. Und da hat die Bundesregierung und auch der russische Besatzer schon eine Mitverantwortung. Und ich glaube nicht, dass es in Ordnung ist, dass Putin sich hier aus der momentanen Lage hier aus Mitteldeutschland zurückgezogen hat. Keine Ahnung, was das wird. Aber ich hoffe, dass wir zumindest ein ruhiges Weihnachten kriegen und dass die eigentlichen Auseinandersetzungen mit diesem umgefallenen Euro nach Möglichkeit noch im November passieren. Weil die Bundeswehr hat ja auch die Vorstellung, dass ihre Soldaten ein geruhsames Weihnachten erleben wollen. Also, dass sie mit einer bereinigten Währung in die Weihnachtsfeier da gehen. Deswegen vermute ich mal, dass es Ende Oktober, Anfang November zum Umfallen des Euros kommt und dass man die Weihnachtsfeier da mit einem garantierten Grundeinkommen absichern wird. Ich habe so die Vermutung, es wird so um die 2000 Euro pro Kopf ohne Nachweis passieren, so dass man gut über die Feiertage kommt, die Mieten bezahlt werden, wahrscheinlich auch eine Preisbindung beschlossen wird. Lebensmittelmarken sind ja schon seit langem gedruckt, das wissen wir. Und da muss man einfach mal gucken, was da noch kommt. Fakt ist, dass die Regierung sich momentan anschickt, sich vom Acker zu machen und nur an sich gedacht hat und dass für die Bevölkerung nichts vorbereitet ist. Das ist der Stand, den ich weiß. Und das bereitet mir Sorgen. Ja. Gut, aber wir lassen uns jetzt nicht in Panik versetzen, sondern wir bleiben rational, machen eine Vorratshaltung privat, dass wir uns wenigstens 6 Wochen über Wasser halten können, jeder. So, da muss jeder einen gewissen Vorrat zu Hause haben. 6 Wochen wird es dauern, bis wir eine Verfassungswahl auf den Weg gebracht haben. Ja, gut.